Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar. Wir wollen uns heute zum Wochenabschluss wieder mal dem Goldpreis zuwenden, der ja zugegebenermaßen eine recht schwierige Zeit derzeit hinter sich hat. Wir gehen mal dazu in den Wochenchart, um mal so einen Grobüberblick zu gewinnen. Wir haben ja gestern auf dem JFD Live Trading TV, auf dem JFD Desktop Silber beleuchtet in einem Video. Könnt ihr ja auf dem YouTube-Channel anschauen. Mit dem DAX zusammen damals, beziehungsweise gestern. Heute, wie gesagt, soll es um den Goldpreis gehen. Und ja, ohne viel Schmuck kann man hier definitiv sagen, die bullische Flagge, die sich hier abzeichnete, wurde ja mehr als klar negativ aufgelöst. Nichts mit bullisch. Die Projektion nach oben hat sich hier verworfen. Letztlich hier zum Trump-Event gab es nochmal so einen Spike über die Marke von 1300. Aber Sie sehen es, die letzten Wochen, und da sprechen wir jetzt inklusive dieser von eben 4 Wochen mit fallenden Preisen, führten den Goldpreis eben doch hier recht stark zurück. Und wir sind jetzt an einem Level, beziehungsweise haben dieses Level während dieser Handelswoche touchiert im Bereich um 1165 Dollar. Dieses Niveau hat sich hier schon in den Jahren 2014 und auch 2015 als relevantes Level herausgestellt. Und als es dann hier praktisch Anfang diesen Jahres dynamisch über dieses Level eben hinausging, wurde eine weitere Performance gefeiert. Das Niveau also sehr, sehr wichtig. Auch vor dem Hintergrund, wenn wir uns ein Stück weit rauscrollen, dieser Abwärtstrendlinie, die hier wohlbemerkt seit 2003 ihre Relevanz hat, mehrfach getestet wurde, hier mit dem Ausbruch auch Pullback-technisch nochmal eine Bestätigung fand, ist hier sehr, sehr wichtig. Darunter sollte der Goldpreis tunlichst nicht fallen. Also per Wochenschlusspreis unter 1150 Dollar wäre sicherlich ein sehr, sehr negatives Zeichen. Insofern bleibt mal abzuwarten, A, was heute passiert. Also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass wir heute 30 Dollar gen Süden hier einbrechen zu den Non-Farm Payrolls. Der Goldpreis selber aktuell mit einem Tagesschnitt von um die 17, 18 Dollar. Heißt also eigentlich keine Gefahrenverzug. Aber wir haben ja Tage schon erlebt, da hat der Goldpreis 30 bis 50 Dollar sich bewegt. Aber das waren natürlich außergewöhnliche Tage, newsbedingt dahingehend. Und insofern gehen wir mal vom Extrem oder vom Großen auch in das kleinere Fenster von der Woche praktisch jetzt hier in den Tageschart. Eine Kerze jeweils, ein Handelstag. Und was sehen wir hier? Wir haben hier eine relativ stringente Abwärtstrendbewegung, die sich hier sogar in einer Art Kanal einfangen lässt. Und auch hier die Idee, dass der Goldpreis innerhalb dessen durchaus neue Tiefs markiert. Hier auch die Trendlinie aus 2013. Und diese kann hier durchaus noch erreicht werden. Zumindest eben hier Preise um 1150 sind hier gerade im Tagesverlauf durchaus denkbar in der nächsten Zeit, aber sollten eben tunlichst nicht auf Wochenschlusspreisbasis erfolgen. Dann hätte der Goldpreis hier durchaus nochmal, auch weil er dann praktisch diese eigentlich gebrochene, verlassene, überwundene Abwärtstrendlinie dann wieder unterschritten hätte, unterschreiten würde, dann hier durchaus den negativen Bias, dass es dann auch durchaus noch tiefer gehen kann. Aber dazu gleich mal, der ein oder andere hat es vielleicht schon eingangs gesehen. Wir haben jetzt zunächst eine Schwächephase vor uns. Das begünstigt natürlich auch weiter fallende Preise. Das muss man ganz klar sagen. Der Goldpreis, denke ich, hat sein Tief wahrscheinlich noch nicht gefunden. Hier das Level von 1164, 1165. Der eine Touchdown, ob der gereicht hat, Fragezeichen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir durchaus noch ein Stück weit tiefer tropfen. Haben ja hier auch negativen Rückenwind sozusagen. Aber dann ab Mitte Dezember, ich werde Sie da auch auf dem Laufenden halten in Sachen Seasonal Stats, gibt es hier einige interessante Pattern und Sie sehen es ja. Bis zum Jahresauftakt dann und insbesondere im Januar schießt der Goldpreis saisonell förmlich nach oben. Das heißt, jetzt nochmal auf die Zähne beißen. Es sieht eher so aus, als würden wir noch das finale Tief suchen. Aber wenn es denn dann gekommen ist, kann man davon ausgehen, dass der Markt hier dann mehr oder weniger doch versucht, zumindest ein Reversal zu finden. Und das könnte dann eben hier tatsächlich mit einhergehenden Divergenzen dann so aussehen, dass der Goldpreis dann hier recovert und dann hier versucht, gerade zum Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, hier wieder nach oben rauszuziehen. Also ich will den Goldpreis jetzt hier nicht schwarz malen oder untergehen lassen oder was es da auch immer noch für Aussagen gibt. Letztlich denke ich mir, der Goldpreis ist 2016 sehr, sehr gut ins Jahr gestartet. Lassen wir uns das doch noch mal hier auf der Zunge zergehen. Und mit dem Auge vielmehr hier im Big Picture Chart, Goldpreis über das letzte Jahrzehnt, also mehr als 17 Jahre, wir können das hier sehr, sehr schön zusammenstauchen. Hier die starke Bewegung mit dem Ausbruch über dem Abwärtstrend. Hier auch seit 2013 können wir ein Stück weit justieren, so macht das mehr Sinn. Aber die Abwärtstrendlinie auch hier sehr schön drin. Und jetzt, ja, Sie sehen es ja, ein schöner Ausbruch erfolgt. Hier ein leichtes Widerstandslevel um 1330 etwa. Da ging es nicht weiter. Hier die primäre Abwärtstrendlinie wurde nicht mehr erreicht. 1100
1450, $1.500, hier auch eine wichtige Zone. Da ist der Goldpreis ferngeblieben. Jetzt eben hier die Rücksetzer. Und ja, Sie sehen es ja, hier die Trendlinie und ähnlich eben wie auch auf den anderen Charts zu sehen. Wenn es hier so einen Touchdown gibt Richtung 1150, also ein Stück weiter rumtänzeln um dieses Niveau, kann das hier eine gute Sprungfeder sein, um den Goldpreis dann praktisch auch hier ins neue Jahr hinein zu tragen, und zwar nach oben. Das ist wichtig, da soll der Goldpreis, wie gesagt, nicht schwächeln, dann sieht es eigentlich ganz gut aus und dann könnte man eben hier die Schwäche der letzten Wochen abhaken. Geht es deutlich unter 1150, dann muss man damit rechnen, dass wir durchaus wieder 1100 unterschreiten und dann auch nochmals hier die letzten Tiefs ins Visier nehmen. Das aber, wie gesagt, eigentlich auch saisonal bedingt nicht unbedingt das zu präferierende Szenario. Warten wir ab, was passiert. Letztlich sind wir alle schlauer, wenn der Markt uns dann hier die entsprechenden Signale gibt. Heute Non-Farm-Payrolls kann für starke Ausschläge sorgen. Entweder sehen wir, wie gesagt, kleine Spikes mit der Folge, dass wir in der kommenden Woche auch noch ein Stück weit abtropfen. Oder aber, wenn der Goldpreis hier über 1195, 1196 rausziehen sollte, hier nach oben diesen kurzfristigen Abwärtstrend durchbricht, ja, dann muss man unterstellen, dass es hier durchaus Chancen gibt, dass wir hier frühzeitiger sozusagen nach oben aufdrehen. Das wäre praktisch hier Szenario B, wenn wir direkt jetzt nach oben gehen. Ja, bleibt mal abzuwarten, ob der Goldpreis die Kraft hat. Aber letztlich hier von der heutigen Aussicht her entsprechend eher negativ. Lasst uns noch mal kurz zum Finale den Wochentag betrachten. Kleiner Augenblick. So, er lädt es ein hoffentlich. Lädt den Wochentag gerade nicht ein. Das ist schade, aber kann man in dem Fall nicht ändern. Die Wochentagsstärke dahingehend. Goldpreis ja hier in der Vergangenheit immer sehr, sehr bullisch gewesen. Kann man aus der Erfahrung heraus auch sagen. Wir sehen auch heute ja einen eher positiven Tag, aber in Bezug der Non-Farm-Payrolls kann sich das, wie gesagt, wirklich ändern. Also insofern auf Volatilität ab 14.30 Uhr einstellen. So dann, liebe Zuschauer, wäre es das gewesen für den Goldpreis? Ich hoffe, ich konnte hier einen kleinen Einblick liefern. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Freitagsabschluss. Heute Nachmittag nochmal ein Webinar zu Formationen, charttechnische Formationen, hier bei uns bei JFD im JFD-Workshop, 14 bis 15 Uhr. Wenn Sie mögen, hören wir uns da wieder. Ansonsten dann spätestens Montag. Viel Erfolg auf jeden Fall zum Wochenabschluss. Wenn Sie mögen, hören wir uns Montag wieder, spätestens. Und bis dahin, schönes Wochenende vorab. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.